Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu Tom Clancy's The Division 2 mit der Prügelbarbie hier am Kontrollpunkt nördlich der Theatersiedlung. Und heute Befragungsaktion geplant. Ein weiterer Kontrollpunkt im Programm, den wir ja der unsrigen Fraktion einverleiben wollen. Und deswegen rennen wir da einfach mal hin. Gegner bewacht einen Ort in der Nähe. Toll, super. Danke, Isaac, für diesen Hinweis. Ach Gott, hier ist die Bücherei, ne? Stimmt, da haben wir für die Kids die Spielecke freigeschaltet, ne? So langsam kennt er sich aus. So ein bisschen zumindest. Meint er zumindest, dass er sich auskennt. Da ist Territoriumskontrolle. Ja, aber da lasse ich mich jetzt nicht ablenken. Wir wollen zu dem Außenposten, beziehungsweise zu dem Kontroll. Posten. Agent, hier ist jemand für Sie, den Sie kennen. Er will direkt durchgestellt werden. Hier spricht Vikram Malik. Agent, ich entschuldige mich für meine Schroffheit das letzte Mal und möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie mich vor den Hyenas gerettet haben. Ich weiß, dass das Theater Batterien braucht und ich weiß, wo welche sind. Treffen Sie mich im Odia Store, dann zeige ich es Ihnen. Oh. Malik Ende. Wir haben im Büro keine Batterien gefunden, Agent, aber das Theater braucht welche. Es könnte einen Versuch wert sein. Vikram Malik, das war doch der, den wir gerettet haben, ne? Ach, jetzt kommt der Nebeneinsatz. Einsatz wolle Vikram Malik sich revanchieren, weil wir ihn gerettet haben. Er will uns helfen, neue Batterien für das Theater zu finden. Gut, ja dann. Kontrollpunkt und dann Vikram Malik. Liegt ja direkt am Weg. Jetzt verstehe ich auch, okay, ne? Dann war die Meldung, die wir gekriegt haben, doch kein Fake. Hund bewacht Garage, aha. Ne, auf der Map, ihr erinnert euch. Wo wir verzweifelt diese Mission gesucht haben. Entdeckt. Oh, Sammelobjekt. Ah, was haben wir hier denn? Herakles und der Nemeische Löwe. Aha. Ja, also es sind so Sammelobjekte in der Welt verteilt, die man finden kann. Aha, Münzen der Vereinigten Staaten. Naja. Oh Gott, ey, ich verlaufe mich hier nochmal irgendwann. Zum Glück haben wir GPS. Neue Knieschoner, Level 8. Zivilisten in Gefahr. Super. Toll. Da ist der Kontrollpunkt. Okay. Der rote Drache. Chinatown. Okay. Kurzer Check. Geht eigentlich. Verstärkung unterwegs. Jawohl. Kleines Trötchen. Sehr gut. Boah, Alter. Oh, verdammt, das war das Feuerwerk hier. Ich bin direkt am Feuerwerk gestanden. Das war natürlich nicht so toll. Oh oh. Aua, das war auch nicht so toll. Schwer gepanzerter Fighter Cut. So, mal ein bisschen Feuerwerk veranstalten, jawohl. Nebelkerzen. Oh. Oh je. Wo kommt die Verstärkung eigentlich? Ah ja, 60 Meter. Okay, geht ja noch. Ah, diese scheiß Autos hier, Mensch. Verdammte Techniker. Los, los, los. Sieger mit diesen Verbrechern.
Genau, die Stadt gehört nicht euch. So sieht's aus. Ach, ein Scharfschütze ist das Gold, der Goldie, okay. Da drin ist der. Okay. Jawohl, der Goldie ist kaputt. Danke, Droni, hast du schön gemacht. Sich nähernde Feinde erkannt. Droni ist super. Okay, komm aus der Richtung. Wo ist der schwer gepanzerte Feind? Ich sehe keinen. Da drüben, oder? Ja, da kommt er. Wobei, nee, das ist nur ein Goldie. Das ist nicht zwingend ein schwer gepanzerter. Okay. Das war's. Boah, so Gemetzel. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Agent, danke für die Hilfe im Kampf. Na klar. Downtown East gesichert, jawohl. Danke für die Hilfe im Kampf. Sehr hübsch. So, dann können wir uns dann den Vikram Malik noch schnappen. Neue Knieschoner, 2 Stück, Supermensch, toll. Schon wieder. So viel Knie habe ich gar nicht. Was gibt's da? Aha, Kaffee und Croissant. 9,25 ist ja echt ein Schnapp hier, Mensch. Toll. Das Frühstückchen, das man sich gönnt. Kaffee und Croissant, knapp 10 Dollar. Mhm. Kann man mal machen. Also, Knieschoner. Ja, um Gottes Willen, was haben wir denn da? Hier haben wir ausgerüstet. Oh, ich glaube, da nehme ich hier. Ja. Nochmal schön Rüstungsrep. Ne, wir haben jetzt hier 3 Geschichten mit aktivem Rüstungsrep. Also das sollte eigentlich schon spürbare Auswirkungen haben. Gut. Kann ich da jetzt schon was... Nee, geht immer noch nicht. Klar, ich habe nichts freigeschaltet. Okay. Aber die neue Waffe, die ist schon flott. Also merkst du schon. Scheint, als wolle Vikram Malik sich revanchieren, weil wir ihn gerettet haben. Er will uns helfen, neue Batterien für das Theater zu finden. Ja, brauchen wir ja schließlich die Batterien. Also dann. Vikram Malik wird uns mit ein paar neuen Batterien aushelfen. Wir haben vereinbart, dass er sie im Odias dort trifft. Gut. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Okay. Da drin oder was? Ist das der Odias-Tor? Okay. 4 Bedrohungen. Was? Die Sonne brennt ganz schön. Es regnet, ihr Handlampen. Ihr habt ja gar keine Ahnung. Bäm. Blute!
Agent, ich habe etwas über Malik nachgeforscht. Und ihr hat ihn nur wenige Tage vor dem Ausbruch gefeuert. Behalten Sie ihn im Auge. Und ihr hat ihn gefeuert? Der arbeitet gar nicht mehr da, oder was? Okay. Interessant. Im Keller finden Sie die benötigten Batteriepacks. Und den einzigen Computer in DC, der sich noch mit dem ODIA-Netzwerk verbinden kann. Ich brauche die Daten auf dem Computer. Bringen Sie mich hin und die Batterien gehören Ihnen. Ha, der will doch jetzt nicht eine Wirtschaftsspionage machen, der Kollege. Nicht, dass es hier in der Umgebung noch, ne? Also Industriespionage, ne? Dass es hier in dem Szenario noch sowas gäbe wie Wirtschaft. Im Keller. Okay. Da ist er. Meine Zugangskarte ist abgelaufen. Aber Sie können das Schloss sicher umgehen. Die ist nicht abgelaufen, die ist deaktiviert oder entlassen wurdest du, Held. Belüg uns nicht. Hm? Okay, ist deaktiviert. Odia Electronics. Die Batteriepacks sind im Keller unter uns. Gehen Sie runter und wir kriegen beide, was wir brauchen. Okay. Mach mal deine Bildschirme kaputt, dass du ja keine Spionage machen kannst, ne? Systembereinigung gestartet. Was? Dateien gelöscht. Dateien gelöscht. Der löscht Dateien? Hör auf mit dem Scheiß. Vernichte der Beweise oder was? Was macht er? So, Held. Ach, jetzt ist hier offen. Okay, na dann. Da unten. Na gut, dann da unten. Hallo? Verarscht uns doch der Typ. Der verarscht uns doch. Das merke ich doch jetzt schon. Ups, ich habe den Alarm ausgelöst. Jeder Hyena im Viertel ist jetzt vermutlich hierher unterwegs, um nachzusehen. So, Glück, Agent. So ein Arsch. Eine Gruppe von Hyenas auf dem Weg zum Odea-Store. Dieser Bastard Malik hat uns reingelegt. Immerhin haben wir eine der Batterien. Es wird allerdings nicht einfach, sie da rauszubekommen. Echt von der Batterie? Wusste ich gar nicht, okay. Oh Mann. Das waren doch nicht alle, oder? Ja, eben. Gehen Sie nach oben, Agent. Sie sind noch nicht in Sicherheit. Na, ja, da fühle ich mich ja gleich besser. Da fühle ich mich gleich besser. Okay. Auffüllen. Der Malik. Na, wir sehen uns doch, Freundchen. Das hat ein Nachspiel.
Wow, okay. Okay, der da unten muss weg. Droni, den da unten bitte. Danke, den da drüben, wenn es geht. Ah, okay, der ist runter. Gut. Ah, da kommt das dicke Auto hier. Ich höre schon wieder irgendwas hinter mir. Da. Okay. Schnell, 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 schnell weg hier. Okay, Positionswechsel. So, Kette kaputt, oder? Kette kaputt. Jawohl. Da ist er weg. Junge, Junge. Okay, steck mir den Loot noch ein. Ich glaube, dann haben wir alles. Hoffe ich mal. Wo geht's denn hier raus? Ah, hier. Yeah. Keine Spur von Malik. Er muss auf einem anderen Weg rausgekommen sein. Scheiße. Was auch immer er verbergen wollte, er war bereit zu töten, um es geheim zu halten. Aber sie haben überlebt und sie haben eine dieser Batterien. Wir schicken ein Team, das den Rest abholt. Mit etwas Glück sind die Kommunikationsprobleme des Theaters damit erledigt. Was Malik betrifft... Ich schätze, er wird erstmal untertauchen. Tja. Tolles Wetter hier. Super. Okay. Also, wir porten mal zum Kontrollpunkt und latschen da noch schnell zur Siedlung. Zum Theater und schauen, was es gebracht hat. Okay, also Siedlung. Sauwetter, elendiges. Ja, Waschbär oder was? Ist hier einfach in den Müll gejubelt. Durchsucht die Mülltonnen. Naja, Meiter will natürlich auch von irgendwas leben, gell? Verbündeter Kontrollpunkt entdeckt. Ja, super, Isaac. Da bin ich gerade vorbeigelaufen. Du bist ja echt brandaktuell. Aber man merkt, dass die Gegend schon deutlich sicherer geworden ist hier. Dadurch, dass wir ein bisschen aufgeräumt haben. Boah. Sauwetter, aber echt. Sehen Sie sich das neue Batterielager an. Jawohl, machen wir doch. Servus, Gemeinde. Was handeln? Moment, ich habe da noch Plunder, oder? Ich habe doch bestimmt nur lauter Plunder, den ich verkaufen kann. Genau, ich habe jetzt so viel Klump gefunden. Zack, weg damit. Ja, mir und mir erst. Achso, halt, Moment. Dann kann ich doch bestimmt auch... Ja, sowas. Nur so ein Klump kann ich dem verkaufen. Da habe ich jetzt kein schlechtes Gewissen. Das nicht... Das weiße Klump, das Neutrale. Das kann er gerne haben. Hm? Ich wollte gerade sagen, da sehe ich doch ein neues Holster für uns.
Jawohl. Okay, also. Schön, Sie zu sehen, Agent. Ja. Schrott verkaufen. Wow, 88 Credits. Sau stark. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Okay, hier gibt's dann hoffentlich eine Belohnung oder nicht? Ne, gibt's keine Belohnung. Achso, ich muss noch eine Hinrichtung hier unterbinden. Geiselnahme in der Nähe. Schauen wir uns gleich an. Batterielager. Die neuen Akkus, die Sie gefunden haben, helfen uns enorm bei unserem Strombedarf. Danke, Agent. Ja, hier die ganzen Autobatterien zusammengeschaltet. So, da drüben wird das Symbol angezeigt. Das ist Südwesten. Südwesten ist hier. Ah, da müssen wir hin. Okay. Also dann. Einmal abwärts bitte. Dann machen wir noch kurz die Geiselbefreiung. Habe ich gesagt, die Gegend ist sicherer geworden? Vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Gott willen. Okay. Die Spitzbuben sind schon mal weg. Er hat auch bloß zugeschaut, ne? Aber gut, er ist alleine gegen drei. Okay. Ey, hier waren wir doch schon. Das ist doch die Bücherei. Ja klar, ist ja witzig. Okay, schon wieder. Hallo. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Ja, das war da super. Super, jetzt bin ich auch verwirrt. Hab ich was von dem... Aua! Das war knapp. Junge, Junge. Und ich bin sauber in den Hintern geschossen. Hat ein paar Granaten dabei, so wie es aussieht. Okay, eine Bedrohung ist noch da. Na. Aua, da schießt doch gerade auf mich die Bedrohung. Ja, da unten. Okay. Zugangsschlüssel entdeckt. Ah, jetzt hat es immer zu regnen aufgehört. Lektion erteilt. Lektion erteilt, du bist ein Schwänzer, du. Eieiei. Macht die ganze Arbeit und sie feiert hier. Gerettet, Agent. Servus. Danke. Lasst euch nicht immer entführen, Mensch. Heitere Fahne. Passt halt doch mal ein bisschen auf. Sowas. Ja, aber ich muss ja noch irgendwas machen, oder? Die Hinrichtung unterbinden. Dass ich diese blöde Mission da endlich mal abschließen kann. Heißt, ich muss jetzt diesen Fragezeichen hinterherjagen. Da sind wieder ein paar Handlampen. Da lasse ich mich jetzt aber nicht aufhalten von denen. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. Na, verdammt. Ja, mein Gott. Ne, das ist, die wollten unbedingt. Ich wollte gar nicht. Ich wollte weg, aber die wollten unbedingt. Ich kann nichts dafür. Die wollten Ärger.
Ich wollte in Frieden vorbeilaufen, aber naja. Was ich will, interessiert ja keinen. Okay, hier ist der Kontrollpunkt. Den haben wir auch mal lustig eingenommen, ne? Ja, ja, genau. Ein kleines Theater. Mhm. Okay, also was ist hier? Nachschublieferung, ah. Zusätzliche Feindkontakte. Toll. Okay, gehen wir da hoch. Haben wir hoffentlich einen guten Spot zum Ballern. Gott, der ist schon mal weg. Was mit dem da drüben? Eine Bedrohung gibt es noch. Da draußen, okay. Den holen wir uns noch. Oh, oder hat sich Droni drum gekümmert? Danke, Droni. Nachschublieferung, cool. Stecken wir alles ein. Neue Pistole. Oh. Nachschublieferung eingenommen. Action, Achtung. Droni, pass auf. Feinde erkannt. Aua! Nachschublieferung eingenommen. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Wird die True Suns ein Scheiß? Auf geht's, Droni. Sich nähernde Feinde erkannt. Okay, da oben sind noch welche. Objekt gesichtet. Toni, wir müssen da hoch. Das ist mir zu nah. Aua. Da unten ist noch einer. Verbündeter Kontrollpunkt in der Zwei sogar. Junge, Junge da. Das war's, oder? Ja. Okay. Alle Kisten sind nun leer. Ja, super. Das war zwar nicht das, was ich wollte, aber. Egal. Ich wollte eigentlich eine Hinrichtung vermeiden, aber na gut. Ich habe genau das Gegenteil gemacht. Hm. Das ist natürlich jetzt echt blöd, ne? Aber tja. Kann ich nicht ändern. Das ist im Endeffekt ja random, ne? Können höchstens da noch hochschauen zu diesem Fragezeichen. Wir warpen uns hier mal zum Hotel Grand Washington. Und hoffen, dass wir über den Weg vielleicht noch eine Hinrichtung vermeiden können. Was anderes wüsste ich jetzt nicht, wie ich zu diesem Szenario komme, dass ich eine öffentliche Hinrichtung unterbinden kann.
lass auch das Loot jetzt liegen, ne? Ich will da jetzt dahin laufen und schauen, dass. Vielleicht noch mal ein bisschen Glück. Wir werden sehen. Und beim nächsten Mal machen wir dann diese Hauptmission. Ja, dann haben wir uns hier lange genug aufgehalten. Das ist mir dann wurscht, denn wir müssen ja auch ein bisschen weiterkommen. Ja, man verzettelt sich in diesen ganzen Projekten und Nebengeschichten. Ups. Okay, sie haben kein Aggro, das ist gut. Ach, Nachschublieferung, verdammt. Das wollte ich jetzt nicht. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Was ist denn getan? Sich nähernde Feinde erkannt. Okay, wir bergen das Ding mal. Okay, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Au! Doch nicht in den Rücken schießen, Mensch. Da drüben ist einer. Okay, dann können wir jetzt die Gelegenheit nutzen und hier bergen. Schnell, 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 komm. Okay. Nachschublieferung eingenommen. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Perfekt. Sich nähernde Feinde erkannt. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Okay, komm, komm, komm. Feinde haben eine Nachschublieferung geöffnet. Weg von der Nachschublieferung, Mensch. Aua, verdammt. Scheiß Techniker hier doch. Aua. Hüppi. Nicht in den Rücken schießen lassen. Aua. Ja, voll reingelaufen. Aber ich glaube, das war's. Ja. Voll reingelaufen ins Auto. Wahnsinn. Neuer Rucksack. Nachschublieferung eingenommen. Okay, eine ist noch da. Eine Kiste. Die haben wir aufgemacht. Ah, da hinten ist noch eine, ja. Okay. Nachschublieferung eingenommen. Na gut. Alle Kisten sind nun leer. Nachschub erfolgreich geliefert. Dieses Symbol da unten, diese komische 8, das wundert mich jetzt echt. Ich hätte gedacht, das hat was mit den Vorteilen zu tun, die wir haben, aber... Naja, gut, vielleicht ist es doch nicht. Vielleicht hängt es doch nicht mit dem Spenden zusammen. Okay, du bist grün, das ist gut. Tja. Was soll's, Leute? Das ist mir jetzt zu blöd hier oben mit der Hinrichtung. Wir warten auf die Hinrichtung. Deswegen, wir porten uns hier runter und beim nächsten Mal gehen wir dann die Hauptmission weiter an. Ich habe mich jetzt viel zu lange verzettelt. Aber wie es halt so ist, gell? Machst du das noch? Machst du das noch? Machst du das noch? Kennt ihr ja vermutlich. Wenn man solche Spiele spielt, dann ja, ist es halt einfach so halt. Ich würde sagen, da war noch was.
Okay. Gut. Dann? Die True Sons nutzen die Sendekapazitäten des Viewpoint Media Museum, um ihre Truppen zu koordinieren. Wir haben erfahren, dass sie für Wartungsarbeiten vom Netz gehen. Also können sie keine Verstärkung rufen. Das ist unsere Chance. Hm. Ja, dann werden wir das machen, liebe Leute. Aber wie schon gesagt, beim nächsten Mal. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Dabeisein hier mit der Prügelbarbie bei The Division 2. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus.